Wir werden in den nächsten 2 Jahrzehnten vermutlich so eine der größten Völkerwanderungen der Geschichte erleben, nämlich vom Land in die Metropolen. Dann muss auch viel mehr Wohnraum geschaffen werden. Und der geht meistens zu Ungunsten des öffentlichen Raums. Ja, wir wollen zurück auf die Stadt des 19. Jahrhunderts. Wir haben zu viele Menschen, die in individuellen Fahrzeugen alleine fahren. Wir denken, dass die Mobilität der Zukunft auf Carsharing basiert. Wenn wir den Smart Citizen fragen, der will ja nicht unbedingt ein Automobil kaufen wollen, der will ja nur von A nach B. Wir experimentieren in der Gesellschaft mit der Gesellschaft. Beispielsweise arbeiten wir ganz stark mit dem Begriff Reallabor. Und wenn wir jetzt den Smart Citizen uns anschauen, dann geben wir ihm durch die digitalen Technologien ganz viel Macht wieder in die Hand. Flexibilität in der Nutzung, Sharing Economy als Stichwort, Pay-per-Use als Stichwort. Das Ziel wäre, die Stadt als System zu verstehen, modellieren zu können. Die Stadt ist international vernetzt. Das heißt, wir müssen lernen, wie verschiedene Akteure in diesen Städten handeln. Das eine ist der Bürger, das zweite ist die Stadt und die Regierung und die Verwaltung der Stadt und das dritte ist die Industrie. Und dann können wir eben auch darüber nachdenken, wie wir Raum für Mobilität und Raum für Immobilität neu verhandeln können. Also 2050 sollten alle europäischen Städte unsere offenen urbanen Plattformen nutzen. Idealvorstellung ist, dass sich die Stadt energetisch selbst versorgen kann. 2050 ist das Mittelalter der intelligenten Stadt. Intelligente Stadt werden wir am Ende des 21. Jahrhunderts haben. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, einfach nur digital, sagen wir mal, uns zu vernetzen, sondern die Lösung muss auch lauten, dass wir uns räumlich wieder zusammenfinden. Die Stadt der Zukunft 2050, sie entsteht nur durch ganz viel Arbeit, durch ganz viel Neues, durch ganz viel Innovation.